Hallo und ein herzliches Willkommen hier bei YouTube. Harley Martin wieder am Start. Ihr Lieben, ich bin heute bei Harley-Davidson in der Grammatstraße. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, vor 14 Tagen saß ich auf diesem Motorrad, habe meine ersten Eindrücke sammeln können und diese Probefahrt mit diesem wunderschönen Traumbike gemacht und hatte die Chance auch, den lieben Kai kennenzulernen. Kai, ich grüße dich. Moin Martin. Und ihr seid jetzt hier schon an dem Standort, ich glaube seit 1990. Ja, da hatte ich noch mehr Haare auf dem Kopf, die waren deutlich länger. Ja, seit 1990 sind wir hier. Das ist schon eine lange Zeit und ihr habt jetzt hier auch alles verschönert, ich glaube seit 2019. Ich habe ein bisschen Hausaufgaben gemacht. 3 Jahre, ja, ne? 5 Jahre, ich weiß nicht. Also wunderbar. Ja, so in dem Bereich. Eine integrierte Fahrschule gibt es hier sogar bei euch? Ja, also man kann erstmal einen Führerschein machen und dann sagen, Mensch, das war so schön auf den Harleys, könnte ich auch gleich eine mitnehmen. Und manchmal machen die Leute das auch. Eine Fahrschule mit, wo ihr gleich eine Harley fahren könnt, das ist natürlich eine tolle Sache. Das wird euch hier geboten in Hannover. Und wir kommen nochmal auf das Motorrad zurück. Wie gesagt, ich habe meine Eindrücke gesammelt. Ich habe 2 Wochen Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen, über dieses Motorrad. Und es waren schlaflose Nächte. Nicht aufgrund, weil ich unzufrieden war, sondern einfach die Vorfreude, die ist immens. Und ich kann es ja jetzt schon bestätigen. Also Kai, ich möchte diese Maschine kaufen. In weiß? Nein, diesmal in schwarz hätte ich sie gerne, tatsächlich. In schwarz. Und ich habe auch schon im Vorfeld sehr viele Wünsche mit Zubehörteilen, dass wir dann später das Ganze nochmal in Ruhe besprechen können. Ja. Ich habe in dem Video allerdings, in meinem ersten Video, das verlinke ich hier gerne irgendwo, habe ich vergessen zu erwähnen, was dieses Fahrzeug alles kann. Also es hat ja schon von Haus aus unheimlich viele Assistenzsysteme dabei. Magst du das uns mal erzählen? Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Berganfahrhilfe, weiß ich. Ja, Berganfahrhilfe insofern, als dass man eben am Hang steht, die Bremse, ob Fußbremse oder Handhebel, über einen bestimmten Druckpunkt wegzieht. Das Fahrzeug hält dann von selbst und sobald ein Gang einließ, Kupplung löst, löst sich auch die Bremse. Du kannst nochmal anfahren. Das ist eben sehr hilfreich, wenn man 90 Grad abbiegen möchte am Berg. Ja. Ist sehr praktisch. Oder wenn man irgendwie an der Ampel steht und man das vielleicht mal an der Nase kratzen muss. Genau. Ist es eben hilfreich, wenn man die Hände frei hat. Ja, das stimmt. Ansonsten hast du einen Kurven-ABS da drin, das Standard-ABS. Du hast eine Antriebsschlupfkontrolle, du hast eine Schleppmomentkontrolle. Also es hat jetzt mittlerweile von der Elektronik her, ist es State of the Art und das, was Industriestandard ist, sagen wir mal. Wahnsinn, ja. Ist wirklich hilfreich, funktioniert auch sehr gut. Was jetzt noch mit dazu gekommen ist, dass sie auch Fahrmodi haben. Das hatten sie ja eingeführt bei den Wassergeklärten. Genau, richtig, richtig. Tourmodus zum Beispiel, ne? Du hast einen Regenmodus, damit geht es so los, wenn du durchschaltest. Ja. Dann hast du einen Straßenmodus, du hast einen Sportmodus und du kannst dir auch noch einen Individualmodus einstellen, dass man unterschiedliche Parameter seinen Bedürfnissen hin anpassen kann. Ja, okay. Ja, das befriedigt so den Spieltrieb des Mannes. So das wird sicherlich eine interessante Erfahrung sein. PS haben wir hier bei der normalen Road Glide. Wie es bei Rolls-Royce auch heißt, ausreichend. Ausreichend, ne? Ausreichend. Richtig, genau. Es ist mehr als ausreichend zum Fahren. Der Hubraum ist eben mit 1923 Kubikzentimetern, Vulgo 117 Cubic Inch, auch mehr als ausreichend. Ja. Und es ist dem Fahrzeuggewicht und der Masse einfach angemessen. Das ist wunderbar. Jetzt habe ich ja so einen Tick. Und zwar habe ich jetzt in vielen YouTube-Videos gesehen, dass zum Beispiel bei der Road Glide CVO-Modellen die Bedienelemente leuchten. Und das finde ich totschick. Also es ist zwar albern, weil vielleicht der eine oder andere wird sagen, Mensch, Martin, da fährst du 2 Stunden und dann hast du alles hier unter Kontrolle. Du weißt, wo die Tasten sind. Aber ich stehe auf Licht, ich mag es. Und Licht hat dieses Motorrad ja genug vorne an der Front. Ja. Eine große Shark Nose mit riesem Licht drin und deswegen dachte ich mir, das kann man mittlerweile auch schon nachbestellen. Ja, ne? Kann man durchaus umrüsten, bestellt man als Ersatzteil, baut es ein und dann ist die Beleuchtung auch gegeben. Wahnsinn. Heizgriffe sind für mich auch wichtig, konnte ich hier auch an diesem Vorführer testen. Ich habe nie geglaubt, dass ich jemals irgendwie Heizgriffe benötige. Ich muss sagen, es ist sowas von phänomenal. Also ich bin morgens, ich hatte dieses Motorrad ja übers Wochenende, vielen Dank nochmal dafür, und bin morgens mit zur Arbeit gefahren, es war schon bitterkalt und habe diese Heizgriffe angemacht, das ist ja fantastisch, selbst durch die Handschuhe, das ist so, also nie wieder was anderes, also das ist toll. Also immer hilfreich, wenn man warme Hände hat, einem ist vielleicht kühl bei 5 Grad, aber man friert eben nicht so wie ein Schneider, wenn man zumindest warme Hände hat. Richtig. Und richtig. Die Einstellung lässt eben zu, dass man von very well done, um im Stick-Bereich zu bleiben, oder in den Stick-Bereich zu kommen, bis zu Medium Rare haben kann. Es sind 3 unterschiedliche Stufen, die dann eben je nach Außentemperatur und Handschuhdicke eingestellt werden. Ja, das ist sehr sinnvoll und sehr schön. Jetzt kommen natürlich hier ganz viele Motorräder vorgefahren. Das ist natürlich typisch bei Harley-Davidson. Aber ihr werdet uns sicherlich hören können. Ja, was gibt es noch zu diesem Motorrad zu sagen? Ich hatte hier auch in dem ersten Video erwähnt, hier ist von der Firma Kultwerk das Heck dran. Das kann man natürlich nach Belieben auch verändern, wenn man möchte. Wir haben dann dieses große neue Display hier vorne. Das ist ja auch was ganz Neues. Viele eingefleischte Harley-Davidson-Fans sagen, ist nicht meins. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, geht mit der Zeit. Das ist sowas von wunderbar ablesbar. Ja. Und ich finde das hervorragend. Das ist frei einstellbar. Man ist es ja auch häufig von zu Hause aus gewöhnt, dass man ein Tablet vor der Nase hat. Da habe ich dann eben auch eine große Glasfläche und ich kann eben mir das darstellen, was ich wirklich sehen möchte. Und, richtig. Die Einstellmöglichkeiten sind mehr als ausreichend. Ich kann eben eine große Karte sehen oder ich sehe eben ja, den Drehzahlmesser, je nachdem, was ich eben gerade haben möchte oder brauche. Ich finde es auch sehr positiv. Kann aber auch eben die Leute verstehen, die sagen, ja gut, das analog ist auch schön, natürlich, aber ich kann eben Frage. Auch eine analoge Darstellung wählen ja. Und die ist auch so klar dargestellt, dass es jetzt nicht wirklich einen Manko, ja. Den ich in meinen Augen darstellen sollte. Du hast es gerade erwähnt, das sind ja diese verschiedenen Layouts, ne? Du kannst es ja einrichten, zum Beispiel Layout Sport, ne? Touring, korrekt. Dann hast du das große korrekt. Display als Navi, ja. Das finde ich zum Beispiel persönlich sehr schick. Ja, man du hast dann... Hast dann seitlicher nur die Anzeige für Geschwindigkeit, genau. Das, was man wirklich braucht, Füllstand vom Tank. Und ansonsten hast du zur rechten Seite hin eben eine sehr große Karte oder eben die Apple CarPlay-Darstellung. Ja. Und du könntest dir dann noch Hilfsinformationen einblenden lassen, wie Wassertemperatur, Außentemperaturanzeige, Reichweite und so weiter. Also ja. Es ist... Es kann mehr darstellen, als wir das bisher mit den analogen Instrumenten konnten. Ja. Und es nutzt eben die gesamte Fläche, die zur Verfügung steht. Weiterer Vorteil ist eben auch, dass das alles nicht so sonderlich tief baut und man hat dann in der Verkleidung eben auch wieder Platz, um vielleicht nochmal einen zusätzlichen Verstärker unterbringen zu können, ja. Den man ja früher im Koffer unterbringen musste und der immer so ein bisschen Stauraum klaute. Mhm. Das fällt jetzt hier flach, weil ich die Verstärker vorne in der Verkleidung habe. Haben sie wirklich schön gelöst. Finde ich auch. Tadellos. Finde ich auch. Also das wirklich das gut. Ganze Motorrad, also ich fühle mich sicher drauf. Das ist mir auch so unheimlich wichtig gewesen. Jetzt ja. Habe ich in meinem ersten Video erwähnt, dass der Lenker so ein bisschen hin und her, ja ich will nicht sagen wackelt, aber das Ding ist gummigelagert. Dieser Elblenker hier vorne dran, was auch sehr schön ist und was mir aufgefallen ist beim Bremsen, also das wippt hier alles so mit. Ich habe das Gefühl, dass dieser Lenker tatsächlich irgendwie gummigelagert ist. Das merkt ihr beim Bremsen. Das muss wohl so sein, damit das nicht so starr ist, damit ihr so ein bisschen entlastet werdet, das finde ich ganz große Klasse. Ja, ist ja. Auf jeden Fall gummigelagert, damit nicht noch Vibrationen stärkeren Maßes, diese feinen Vibrationen, die einen dazu bringen, dass die Hände einschlafen, dass die nicht weiter durchdringen. Und deswegen ist die Verschraubung komplett gummigelagert und dadurch hat man natürlich immer ein wenig Spiel in ja. Dem Lenker. Was ich nicht verkehrt finde. Und je höher der Lenker ist, desto größer ist das Spiel, ganz einfach, weil ich einen größeren Hebel habe. Das ist dann ja. Einfach Physik. Das Schild ist nicht das Originale? Nein, es ist ein Zubehörschild von Harley. Ja. Wenn ich es jetzt richtig weiß, ist es das höhere der beiden Varianten. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Ja. Das serienmäßige Schild ist ja im Grunde genommen nur ein komplett schwarz eingefärbtes Lexan-Schild. Komplett flach, sieht schick aus. Ja. Bringt ab einer Körpergröße von 1,70 wenig nur noch. Und dann kann man eben passend zu seiner Körpergröße dementsprechend große Windschilde montieren, aufbauen, sodass man dann da auch ruhig hintersitzt und längere Strecken auch relativ ruhig fahren kann. Genau, denn ich hatte erwähnt im Video, dass ich leichte Verwirbelung hatte. Wir reden hier von einer erhöhten Geschwindigkeit, die ich getestet hatte. Da hat mir ein Zuschauer mitgeteilt, du müsstest die Lüftung auch öffnen, ja. Dann werden diese Verwirbelungen weniger. Ja, es ist eine Hinterlüftung der Scheibe, damit einmal der Unterdruck hinter der Verkleidung aufgehoben wird und dass man eine Hinterströmung der Scheibe erreicht, was dann den anliegenden Luftstrom wieder anhebt. Und diese Klappe, die öffne ich und schließe so, dass ich möglichst wenig Wirbel am Helm verspüre. Darum ja. Geht es. Und ob ich die bei Regen offen habe oder nicht, da kommt jetzt nicht mehr oder weniger Regen durch. Okay. Es ist eher unerheblich. Es geht wirklich darum, dass ich einen akustischen Komfortgewinn dadurch erziele am Helm und ja, in meinem Gesicht im Grunde genommen. Ja, perfekt. Also das gibt es auch nicht elektrisch. Auch bei CVO ist das nicht elektrisch. Korrekt. Das ist alles mechanisch, manuell einstellbar. Mhm. Wunderbar. Man kommt auch eigentlich ganz gut an. Ja. Ja. Also ich bin beeindruckt von diesem Motorrad. Dieses Wochenende, ja, das glaube ich. Also wirklich, das ist... es fehlt nur noch jetzt ein kleiner Fernseher noch. Gut, das ist ja hier so eine Imitation davon. Es ist da fehlen ja nur die bewegten Bilder. High-End, auch hier diese Taschen. Man bekommt hier locker, ich denke mal 0,5 Liter, so eine ja. Flasche bekommt ja. Man rein. Ne? Ja, das kriegt man rein. Da ja. Hätte man rechts und links gleich nochmal was zu trinken, ohne dass man dann hier an den Koffer noch irgendwo zusätzlich richtig. In möglicherweise vorhandenen Sturzbügel noch mit Taschen anmontieren muss. So sieht es einfach cleaner aus und das sind jetzt wirklich vernünftig große Fächer. Ja. Früher waren die ja doch eher flach und tief, aber genau. Man hat nicht wirklich was reinbekommen. Und auch das das haben sie jetzt dementsprechend angepasst und man hat was davon. Super, ihr habt jetzt einen Demositz drauf, ja. In die Kamera das mal kurz. Das ist jetzt der sogenannte Tallboy-Seat. Okay. Für etwas größer gewachsene Leute, sodass man etwas weiter nach hinten kommt, ja. Etwas höher sitzt und dass dann eben die Beinwinkel und auch der Abstand zum Lenker für längere Leute, sagen wir mal so ab 1,90 an aufwärts, komfortabler wird. Okay, ich habe mir jetzt ausgesucht, bei den ganzen Zubehörkram, jetzt habe ich ja in dem Harley-Davidson-Katalog, habe ich mir das angeschaut und zwar, jetzt ist mir der Name der Serie entfallen, mit den orangen Applikationen drin. Ja. Wie das heißt die? Das ist die Adversary Collection. Adverse. Okay, Adversary. Zungenbrecher wieder. Ja, das ist, wenn ich es jetzt richtig weiß, ist es die Widersacher-Kollektion. Okay, okay, also ja. Hört sich gut an. Da hatte ich mir schon ausgemalt, also die Pedalen, pardon, die Bretter, die Spiegel, die Griffe, die Heizgriffe gibt es ja auch in dieser. Und dann tatsächlich sogar auch noch Felgen, die gehören aber nicht dazu. Das sind im Grunde genommen, soweit ich glaube es zu wissen, die Schmiedefelgen aus der CVO, allerdings in einem etwas anderen Design. Du kriegst okay. In Chrom, du kriegst in Schwarz, ja. Mit diesem orangefarbenen Applikationen. Genau, ja, richtig. Und ich glaube, in Schwarz, Silber gibt es auch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, sie sind ganz neu. Und das wird vermutlich passen wie die Faust aufs Auge. Das denke ich mal. Ich bin schon ganz gespannt, aber wir müssen ja mal gucken, wenn wir einen Vertrag klar machen. Ja. Das Schöne ist natürlich, wir haben hier an der Seite noch den Heizgriff, den man ja auch einfach nur noch per Tastendruck einschalten kann auf 3 Stufen. Korrekt. Und die Stufen werden euch sogar jetzt in dem Display angezeigt. Ja. Das ist auch so was Neues, was ich ganz toll finde. Also sicherer geht es ja schon gar nicht mehr. Und ich denke mal, den Rest fällt mir noch gerade was ein, was ich benötige. Ja, jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, Mensch Martin, jetzt haust du da wieder so viel Zubehör rein. Überleg dir doch gleich, die ST zu kaufen oder die CVO. Ja. Aber wie gesagt, der persönliche Geschmack spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Und ich möchte das nächste Motorrad gerne komplett in Schwarz haben. Und die gibt es nicht, Schwarz gibt es nicht als CVO und auch nicht als ST-Version. Ja, jedenfalls nicht so komplett. Nicht so komplett genau, schwarz, richtig. Und dann eben auch in dem Stil aufgebaut, wie du es gerne hättest, richtig, und wie es dir vorschwebt. Klar, also, kannst du eine schwarze Road Glide ST nehmen, gibt's aber es ist eben ein stärkerer Metallic-Effekt. Ja. Das Standardschwarz ist einfach nur schlicht schwarz. Ja. Und es harmoniert dann höchstwahrscheinlich auch besser mit dem Motor, wenn alles komplett schwarz ist. Und man müsste eben auch wieder zusätzlich noch viel umbauen. Also insofern spricht eigentlich nichts dagegen, das Standardmodell herzunehmen und das dann so umzubauen, wie man das genau gerne hätte. Weil das andere wäre ja dann auch wieder noch zusätzlich noch mit der Auspuffanlage. Correct. Das wäre dann nochmal richtig teurer. Ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich denke mal, wir würden jetzt gerne reingehen und alles fertig machen. Ja, setzen wir uns mal an den Schreibtisch. Super, mal was ihr seid dabei. So, jetzt geht's ins Eingemachte tatsächlich. Wir wollen mal loslegen und mal gucken, was wir da zusammen zaubern können, beziehungsweise der liebe Kai. Mal schauen. Wir sehen sie hier schon. Die gibt es also auch mit Chrom. Viel Chrom tatsächlich. Wobei es geht eigentlich, ne? Klassisch, ja. Schwarz-chromiger Motor, schwarze Lackierung, helle Gabel, das ist so Klassik Harley, was man so in den 90ern und Anfang der 2000er gerne genommen hat, bis sie dann eben irgendwann angefangen haben, tatsächlich auch komplett schwarze Fahrzeuge durch die Bank anzubieten. Aber die Amerikaner stehen drauf, ne? Immer noch, ne? Auf das Chrom. Immer noch, aber das ist auch, weiß ich nicht genau, ob das von Staat zu Staat abhängig ist. Das gibt es sowohl als auch. Aber das ist in Europa, würde ich sagen, oder zumindest hier auf unseren Bereich bezogen, die meisten Kunden bevorzugen, um jetzt hier mal anzuklicken, bevorzugt ganz schwarz. Ja. Das sieht ja auch wirklich schick aus. Richtig. Und die wenigsten Kunden möchten Chrom haben. Ja. So, alle stehen im Moment, und im Moment ist schon die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, auf schwarz. Ja. Und machen wir lieber noch ein bisschen mehr schwarz. Ja. Unabhängig davon ist es ja auch zeitlos, elegant, richtig, wunderbar. Und das Einzige, wo man sich eben drüber im Klaren sein muss, dass es relativ empfindlich ist gegenüber einem Grauton, gegenüber Silber-Weißtönen. Genau, aber das kennt man vom Autofahren ja auch, aber nichtsdestotrotz so ein Schwarz, man guckt sich es nicht über. Ja. Du läufst nicht Gefahr, dass du nach 3 Jahren sagst, ich kann es nicht mehr sehen, ich brauche was anderes, sondern Schwarz ist eben schlicht schwarz. Richtig, ich muss aber auch zugeben, wie gesagt, vom Vorführer dieses Onyx White Pearl oder Pearl sehr White schick. Onyx, also sehr schick, das ist wirklich toll geworden, diese Farbe von dem Vorführer hier bei euch. Und wenn ihr mal Lust habt, kann ich euch nur empfehlen, kommt bei Harley hier in Hannover mal vorbei, in der Grammatstraße und spricht den lieben Kai an. Und ihr könnt wirklich jedes Modell mal testen. Das ist wirklich toll hier. Und Ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich dich das erste Mal kennengelernt habe. Es war kurz vor Ladenschluss auf einem Samstag. Da stand ich hier an der Seite. Das war, ich glaube, 13:30, 14 Uhr macht ihr zu. Ja. Und du hattest gemerkt, dass ich Interesse habe. Ich habe die Schüssel in der Hand bekommen, schnell unterschrieben, bin losgefahren. Und die Zeit gibt man hier einem. Also man wird nicht gedrängt oder sowas. Ganz toll. Und deswegen habe ich gesagt, wenn, dann hier in Hannover. Vielen Dank. Ja, gerne. Das Geld machen wir später klar. Gut. Weiter geht's. Es ist ja auch nur Geld. Es ist doch nur Geld, genau. Ja, und du sagtest eben, du würdest ganz gerne in Schwarz haben. Richtig, genau, komplett schwarz. Richtig, genau. Und hattest dir dann dazu überlegt, dass das Ganze ja noch zusätzlich, wo haben wir jetzt die Zubehörteile? Ah, hier. Hier haben wir die Teile und das ist ganz schön jetzt bei der Originalseite, dass man das Fahrzeug sich auswählen kann, das Modell ja sich auswählen kann und dann werden dir nur die Teile angezeigt, die du auch tatsächlich haben möchtest. Du hättest dir, oder hast dir jetzt eine Road Glide ausgeguckt ja. Und da kann man dann eben sagen, okay, was gibt es denn jetzt neu eingetroffen oder generell als Zubehörteilen? Und du sprachst ja von diesen schwarz-orange-farbenen genau. Rädern. Das sieht richtig gut aus. Ja. Und ja, das sieht doch super aus. Das ist eben ein Schmiederad, ja. Was eine höhere Stabilität hat gegenüber Gussrädern. Und da eben auch mit diesem Orange-Akzent, dass das Schwarz eben nicht so komplett schwarz abgesoffen ist, sondern dass richtig. Man noch so ein bisschen was fürs Auge hat, wo man hinschauen kann. Du sagst es, du bringst es genau auf den Punkt, genau das meine ich nämlich. Nicht alles komplett schwarz, sondern diese Orange, das mag ich da drin. Das ist auch die Farbe von Harley, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Und das passt natürlich, das harmoniert und ich denke mal, als... Ja, wenn das ganze Paket zusammengestellt ist, wir lassen uns überraschen. Knackig aus. Das wird schon knackig ja. aussehen. Dazu ja. dann könnte man eben diese Adversary Collection nehmen. Ja, genau. Die gibt es dann ja auch mit diesem orangefarbenen Akzent. Ja, genau. Jetzt das meinte ich ja. Die Sucherei los, Custom-Zubehör und Verzierungen. Die Übersetzungen sind manchmal ein bisschen speziell. Ja, gut. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Jetzt muss ich es auch erstmal wieder suchen. Das ist im Katalog natürlich einfacher. Ja, natürlich. Und ich habe da mal was vorbereitet. Ah, hier okay. hätten wir nämlich diese ja, sehr schön. Kollektion. Hier können wir das mal sehen. Schwarz-Orange. Genau, das finde ich totschick. Also man hat hier unheimlich viele Teile, die man in diesem Look bekommt. Ich habe auch gesehen Spiegel. Die Heizgriffe, wie gesagt, sind ebenfalls in diesem Look. Und das ist schon, wow, das gefällt mir richtig gut. Ja, ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Also ich auch, also wirklich. Also wirklich freue mich schon wahnsinnig drauf. Aber wir müssen erst mal warten, bis die Maschine da ist und da ja kann. Ja, sie wachsen nicht auf Bäumen. Nein, natürlich nicht. Man muss im Moment Geduld haben, bis dann die Transportschiffe die Sachen ausgespien haben. Und Geduld ist ja nicht so meine. Aber egal, anderes Thema. Es wird ja auch kälter jetzt. Es macht ja auch keinen Spaß, jetzt Motorrad zu fahren. Ja, wobei du ja Heizgriffe hast. Stimmt, also du kannst jetzt fast bei jeder Temperatur fahren. Stimmt, richtig. Also da würde ich auch tatsächlich sagen, dass wir dann das komplette Paket von dem nehmen. Ja. Sprich Trittbretter, wir haben hier die Dirty... Ja, du hast die Motorabdeckung zum Teil, genau. Also Derby-Cover, du hast das Timer-Cover. Ja. Ja. Dann hattest du gesagt, die Griffe würdest du gerne nehmen. Genau. Was haben wir noch? Dann haben wir die Spiegel. Trittbretter. Ja. Das entspricht ja dann den CVO-Trittbrettern. Die haben das ja serienmäßig, diese Adversary genau. Collection. Zumindest ja. die Standard-CVOs, wollen wir sie mal nennen, nicht die Road Glide ST-Variante. Ja. Und Fußrasten passend dazu, genau. Schaltraste passend dazu. Richtig. Man könnte am Motor noch ein bisschen mehr schwarz machen, dass man die Stößelcover in genau. schwarz nimmt, dass man die Lifterblöcke in schwarz nimmt. Das genau würde ich auch gerne haben wollen. Ein bisschen mehr ausgeschwärzt. Das können wir uns hier nochmal angucken, dass man zumindest weiß, wovon ich spreche. Ja. Das ist eine sehr gute Idee, weil wir haben doch noch, obwohl alles schwarz ist, haben wir hier noch ein ja, paar Chrom. Hättest du eben noch so ein bisschen Chrom, wenn man das eben auch noch schwarz macht und dann ja. hätten wir eben nur in diesem Bereich. Hier genau. ist orange, die Räder sind schwarz-orange, hier oben hast du so ein bisschen Orange-Akzent. Genau. Dann sollte das eigentlich recht knackig aussehen, ohne überladen zu wirken. Richtig. Und das ist ja, denke ich, immer recht wichtig, dass es immer noch so aussieht, dass man davor steht und sagt, ist was krank. Genau, also ja, die Vorfreude steigt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Es ist ein gutes Gefühl, hier zu sitzen und sich mal, ja, das ist tatsächlich meine erste niegelnagelneue Harley. Das ist schön, ne? Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein sehr gutes Gefühl und man fühlt sich auch gut aufgehoben, das ist ja auch ganz wichtig. Ja, das und liegt jetzt aber an dem Stuhl. Der ist auch bequem, ja, das ist wohl wahr. Alles Verkaufspsychologie hier. Sehr schön. Sehr schön. Nein, das können wir so dingfest machen. Dann kannst du das alles mal auflisten und dann gibt es noch ja. mal ein Autogramm dazu. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne mal unter diesem Video in den Kommentaren gerne hineintippen und Fragen stellen. Und die werden sicherlich auch ganz schnell beantwortet. Kai hat sich die Mühe gemacht, jetzt alles zusammenzustellen. Und jetzt fehlt nur noch mal eine Unterschrift. Und ihr könnt euch natürlich euer Traumbike natürlich auch bei Harley-Davidson finanzieren lassen über die Santander. Ne? Da geht das also auch. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einfach mal euren Händler des Vertrauens ansprechen. Und dann wird das schon funktionieren. Und bei mir ist alles durch soweit. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Autogramm mit dem Harley-Kuli. Wo darf ich denn unterschreiben? Bitte hier unten. Hier? Ja, sehr gern. Ich habe meine Brille nämlich nicht mit. Einfach hier hin. Unterschreib einfach. Oh, okay, perfekt. Wir haben ja alles besprochen. Genau, ohne Brille klappt es. Sehr schön. Den Kugelschreiber, den gebe ich zurück. Wunderbar. Dann legen wir das mal zusammen, dass du auch Unterlagen für zu Hause hast. Wenn du deine Brille dann nämlich hast. Ja, genau. Dann weiß ich erstmal, was ich unterschrieben habe. So. Perfekt. Da ist alles drin. Das ist ein gutes Bild. Und bedanke mich. Sehr Vielen gern. Dank. Martin. Und ja, deswegen danke ich euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Und wie immer, bleibt gesund. Euer Harley Marley. Ciao.